Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute bei Ultra HD Web TV lasse ich mal einen raus. Ich lasse jetzt gleich mal einen kommen, der euch mal ein Gedicht vortragen wird. Es geht heute um Jan Böhmermann. Es geht um den Paragraph 103 etc. und pp. Wir haben einen Staat durch 16 Länder, durch Verträge. Ja, Verträge. Somit haben wir einen Staat gebildet, sind aber kein Staat. Wir sind nicht ein Volk, wir sind auch keine Völker. Wir sind Bürger. So, wir sind Bürger in 16 Bundesländern, die sich unterschrieben und vertragen und somit haben wir ein Gesetz. Wir haben viele Gesetze aus wirklich alter Zeit. Onkel Fritz, unser Kaiser, ja, König, also überhaupt unsere Könige und unsere Kaiser hatten diese damals mal erdacht und die wurden auch durchgezogen, das ist klar. Jetzt sind wir natürlich schalmeilt angekommen mit einem dicken Klatsch bei 103, bei 90, bei 166 und natürlich bei einem zivilrechtlichen 185. Alles schön und gut. Es sind Paragraphen, wir haben genügend davon. Wer die nicht kennt, hat wirklich in irgendeinem Schulfach gepennt. So, wie gesagt, ich lasse jetzt einen kommen, der euch da jetzt mal einen erzählt, denn ihr seid hier bei Ultra HD Web TV. Auch wir machen Sendungen und denken uns was aus. Natürlich versuchen wir auch lustig zu sein, was nicht immer funktioniert. Wir lassen uns das auch nicht nehmen. Es geht jetzt hier nicht um Freiheit, die haben wir sowieso und die lassen wir uns auch nicht nehmen. Wären wir auch in Kerker oder auch in Ketten gewandt, wir würden es trotzdem mit Humor tragen. Denn das Leben ist kein Karussell, es ist alles. Es ist alles. Eine Achterbahn ohne Kotztüte. Schweres Karussell, leichtes Karussell, Kinderkarussell. Es dreht sich und am Ende kommt ja nichts bei raus. Da wird mal weggetragen, wird zur Asche und dann war es das. So ungefähr könnte man das auch zusammenfassen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, lasse ich einen kommen. Und zwar den Agenten 00 Nix. Und der soll euch mal was verraten. Aber zuerst sage ich Dankeschön, Jan Böhmermann. Du hast wirklich was auf den Weg gebracht. Ich würde sehr gerne mit Jan Böhmermann vor dieser Kamera in diesem Studio reden und sprechen und was weiß ich. Ist aber nicht möglich, denn er ist ja jetzt ein Star, ein Superstar. Ja, und Superstars haben nun mal Allüren. Ja, und die müssen wir jetzt mal schüren. 00 Nix, hau rein. Hier kommt er nun, der Agent 00 Nix. Jan Böhmermann, 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 Mann, oh Mann, Jan, was hast du da wohl gemacht? Satire frei nach Busch oder nach Märchen Grimm? Das stimmt so manch einen. Uhuhuhu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Agent 00 Nix. An sich bin ich inkognito, bin meist ziemlich froh, wenn sich da welche streiten. Dann schnapp ich mir mein Büchlein hier von Onkel Busch und auch Gebrüder Grimm und dann stimmt mich das doch ein. Jan Böhmermann, Jan Böhmermann, Jan Böhmermann, er bekommt jetzt nun seine Satire, seine persönliche, ihr wisst schon, polnische Satire. Ja, auch Podolski jetzt sich freut, den Jan Böhmermann. Ja, den Stinkefinger oder diesen da oder keine Ahnung. Er macht da in der Ferne den Jan Böhmermann nun klein. Ja, so ist Podolski jetzt. Stinksauer. Haha, es hat ihn erwischt, den Jan Böhmermann. Den schon lange er in einer Sendung doch erpicht, hat er ihn nun erwischt. Ja, Jan Böhmermann, da streitet sich nun die Nation. Satire? Keine Satire? Gedicht. Aha, gefällt mir doch was bei Busch. Ein Gedicht. Ja, ein Gedicht von Wilhelm Busch. In einer fernen Galaxie, weit, weit fort, vor sehr, sehr langer Zeit, wo nur der Halbmond scheint, da gab es eine Sultanine. Das war eine fesche Biene. Aber die summte so herum und stach alles krumm. Ja, sie hatte unheimlich viele Anhänger, die stachen mit, aber nicht nur bei sich, oh nein. Überall, in der ganzen Galaxie.
Ja, da erwischt sie natürlich auch so einen armen Wicht in einer total fremden Galaxie. Der nannte sich Jan Böhmermann. Ja, dieser Jan Böhmermann, der nun selbst einen Stachel abbekam von einer Sultanine fern, fern in einer Galaxie und machte ihn hin. Ja, alles lacht, alles tobt, alles freut sich. Da fällt mir nur was ein bei Gebrüder Grimm. Ja, alles streitet sich postalisch über ein Paragraphen. 103. Majestät, Beleidigung. So, bei Gebrüder Grimm, da gab es einen König. Der trug nur keine Kleider. Alles war am Jodeln und war ihm am Beglückwünschen, was für tolle Kleider er doch trüge. Nur ein kleines Kind fragte, welche Kleider hat dieser Mann überhaupt an, denn er ist nackt. Er ist nackt. Ja, wie Gott ihn schuf. Alles verstummte, alles summte und verschwand. So eine Geschichte ist allerhand, ist richtig. Jetzt können wir uns auch streiten, weil es geht ja jetzt hier um Jan Böhmermann. Ich bin 00 nix, ich bin gar nix, 0 nix, komme aber aus einer fernen Galaxie. Ja, Spionage nennt man das, man hört, man macht, man tut. Ja, was kommt dann dabei raus? Ja, der eine schreit nach einer Erdokard. Eine Erdokard, die verhindert den Synapsenbrand. Ja, denn wer seine Synapsen nicht schützt, hat natürlich einen Fluss von Gedanken. Und die Gedanken sind gewaltig frei. Sie schwirren im Gehirn rum und machen so manch einen krumm. Ja, der fängt dann an, wie so eine Sultanine, zu summen, zu stechen, egal wohin. Ja, es war einmal, vor langer, langer Zeit in einer sehr fernen Galaxie. Dort tobte ein Mann, der überall Ketten verteilte. War auch die Kette zu schwer, das war ihm egal. Er hat diese selbst demjenigen angehängt. Diese Kette schwer, er nun lachend, sich freuend, dass alle Ketten trugen. Nun, da kam so ein Böhmermann aus einer total anderen Galaxie und machte da so ein Gedicht. Und nun, wo er sagte, so ein Gedicht über eine Sultanine, eine fesche Biene, die alles sticht, was ihm dort entgegenkam. Nichts hat ihn irgendwie daran gehindert. Die Frage jetzt hier vor dieser laufenden Kamera als euer 00 nix, gar nix, nach frei nach Wilhelm Busch, ja, husch husch, oder Gebrüder Grimm. Der König ohne Kleider war so ein Fall. Und jetzt, Paragraph 103, ist diese Person überhaupt majestätix? War diese Person überhaupt im deutschen Land? War diese Person überhaupt irgendwo hier vertreten, als dieses von Herrn Jan Böhmermann er sagte, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man das, jenes oder welches gar nicht sagen darf. Nö, darf man gar nicht. Nö. Schon fliegen die Blätter raus. Oh, Graus. So alt sind schon Märchenbücher. Ja. Und nun, da ja alle in einem sogenannten Haifischglas leben, frisst ja jeder alles von jedem. Anstatt die Erdokard zu nehmen, sich zu erden, seine Synapsen zu schonen und vor allen Dingen zu heilen. Denn vor den Flimmerkasten zu verweilen und ein Gedicht voller Schmäh und Hohn und Pein, wie so eine Sultanine, frisst kein Schwein. So eine Sultanine fliegt hinein, sie sticht, sie beißt, sie fegt dich weg. Nun, das nennt man Dreck. Macht man den Dreck sauber, ist alles wieder okay. So könnte man es ja auch bezeichnen. Die fern, fern weite Galaxie. Ja, in dieser fern, fern weiten Galaxie, wo nur ein halber Mond scheint, ist das natürlich schon eine Frage. Denn hier scheint der Mond auf die Fontanelle. Und das haut einen um auf die Schnelle. Und so manch einer hat den Synapsenbrand, weil er nicht hat Verstand
oder überhaupt kapiert, worum es geht. Tja, Herr Jan Böhmermann, ich würde dich natürlich total recht herzlich hier einladen, aber Herr Jan Böhmermann, ich habe kein Bier. Ja, ich habe kein Bier, wo wir hätten einsippeln können. Denn so nach Kneipenmanier sowas auf den Weg zu bringen, das ist ja schon Spalier. Das ist ja wirklich Spalier, wo du dann hergehst und applaudierst. Ja, wir applaudieren dir. Wir applaudieren dir, Jan Böhmermann, nach Wilhelm Busch und Grimms Märchenmanier. Ja, es war einmal vor sehr langer Zeit in einer sehr weiten Galaxie, wo nur ein halber Mond scheint und eine Sultanine wie eine Biene alles sticht. Was sagt dieses Gedicht? Oje, oje, wann hört das Possenspiel wohl auf?